Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen mal wieder zurück in Splatoon. Wie ihr hier seht, mal wieder im Story-Modus, weil ich habe echt gar keinen Bock mehr wegen der scheiß Internetgeschichte in Abenteuer-Modus oder sonst was reinzugehen. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Okay, Level 20. Octolink Hinterhalt im Blauflossendepot. Oh Mann, nicht die Octolinge. Das wird mal wieder eine schöne Kämpferei. Ah, das Blauflossendepot. Die Octolinge mit den Algen auf dem Kopf sind echt gefährlich. Pass lieber auf Nummer 3. Versuche es von oben Nummer 3. Okay. Und weg. Hör einfach drauf los, dann wird das schon. Oh, toll. Ich will aber hier nicht mein Leben riskieren. Oh, eine Bombe reicht schon aus, oder was? Was? Ein Rüstungsteil. So, aber wir dürfen nicht vergessen, alles einzusammeln. Und vor allem das Secret nicht vergessen oder auch das Dokument, wie auch immer. Kommen wir überhaupt noch da hoch? Anscheinend wohl nicht mehr. Scheiße. Was? Hallo? Oh, da drüben ist irgendwas los. Und tschüss. Gehen wir einfach dann mal hier lang, wenn hier Kämpferei sind. Kämpfe sind, meine ich natürlich. So, gucken wir mal hier oben wegen dem Secret. Na, schade. Ah, die Tenzuka. Jetzt wird mal drauf losgespritzt. Einfach mal in den Kampf ziehen, dann geht das alles irgendwie. Jetzt schon wieder irgendwas. Ha! Kugelschild! Ne, 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 ne. Na gut, erstmal da hochkommen! Eieiei! Das war dämlich, Leute. Das war richtig dämlich. Oh, jetzt dürfen wir die ganze Scheiße wieder von vorne machen. Hä? Ganz toll. Mann, Leute, ich bin heute mal echt richtig bescheuert. Na gut, wann bin ich das mal nicht? So. Nochmal die Tenzuka bereithalten. Zack, tschüss. Wir müssen nochmal hier runter gucken, mal kurz. Ob hier nicht irgendwas ist. Zum Beispiel hier oben. Na, verdammte. Gehen wir nochmal hoch. Kann sich nichts schaden, sich immer mal zweimal umzugucken. Na toll, auch nichts. Oh, ein Bombenhagel. Ohohohoho. Oh, wir können alle Bomben damit verwenden, die wir wollen. Das ist super. Und was da oben eigentlich? Noch mehr Spezialwaffen. Wird irre. Oh. Hi. So, das hätten wir schon mal. Gut. Hallo. Oh, oh. Hallihallöchen. Doch schon adieu. So. Aber ich bin gerade immer noch ein bisschen verwirrt wegen dem Secret. Irgendwo muss es doch sein. Nur wo ist die Frage? Vergessen können wir es nicht haben, oder? Weiß das jemand? Irgendwo muss es doch einen Anhaltspunkt geben, wo das Dokument sein könnte.
Na komm, es ist nicht so einfach. Quatsch, da haben wir es auch schon. Seht ihr? So läuft der Hase. Wenn man sich nur vernünftig umguckt, findet man alles. Quatsch. So, komm her. Geschafft. Boah, dafür haben wir aber ein bisschen Zeit vertrödelt. Und sonst war mir immer so gut, nur in 3 Minuten fertig zu sein. Aber diesmal 5 Minuten. Gut, dann wollen wir jetzt aber mal... Ach ja. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad bringt ihren ohnehin genialen Squidcore-Sound auf einem völlig neuen Level. Der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Der perfekte Sound für einen Revierkampf. Oha. Okay. So, dann wollen wir jetzt... Hoho, es regnet Elektrowälze. Es gäbe es kein Morgen. So, nur noch hier unschönes Flugobjekt über der DK-Bahnstation nur noch erledigen und dann haben wir es auch schon. Mal gucken, ob wir was aufrüsten können. Leider nicht. Dann mal weiter geht's im Konzept. Na, mal sehen, wie das so wird, denn ihr wisst ja, ich bin ja ein Offensivkämpfer und nicht so jemand, der sich gerne heimlich verkriecht. Vorsicht, ein Tinferno-Bomber! Ihr wisst ja eigentlich, ihr wisst, ich bin nicht so gerne eine Versteckratte, aber wenn es mal nicht anders geht, dann ist es leider halt so. Und ich muss mich hier im Hintergrund halten. Ich mir erstmal alles nach dem Secret ab, ne? Wow, was geht denn hier denn ab? Oh oh. Boah. Saubere Arbeit Nummer 3. Ach man, Leute, ihr wisst alle genauso gut wie ich, dass ich Versteckspielen hasse. Oh, hallo. Huch. Na komm. Wie ich meine Nummer 3, man kann richtig gute Leute imitieren. Huch, hallo, wartet ihr auf mich? Wow, haben wir aber jetzt wirklich alles nach dem Secret abgesucht? Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Da muss ich noch irgendwo was verstecken. Da, schaut mal, eine ungewöhnlich aussehende Kiste und auch noch ein Wächter. Das kann kein Zufall sein. Jawohl, das Dokument, wir haben's. Gut, dann können wir mal das Level so langsam beenden, findet ihr nicht auch? Bing!
spannend. Gut, auf zum Kampf. Hallo. Wir kennen das ja schon. Wow, so sah diesmal mit Wände hochkrabbeln. Aber hier, zack, 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 zack. Oh, schaut mal das an. Und hopp, schon fertig. Der hat echt nicht viel ausgehalten, muss ich zugeben. Aber der hält ja nie so viel aus. So, hopp. Ups, hoppa. Komm. Yo, da ist er ja schon. Gut, das unschöne Flugobjekt ist auch erledigt. Aber ich bin mir sicher, da wird noch eins kommen. Ganz sicher. Unschönes Flugobjekt abgehakt. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. Wer ernährt sich denn bitte nicht so gerne von Garnelen? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, wollen wir uns mal zum Boss begeben, ne? Ach ja, wir müssen irgendwie... Wo war der Boss noch? Ja, toll, steht genau vor unserer Schnauze, nein! Ist hier irgendwie ein Weg nach oben? Aha! Ich voll Idiot! Oh Mann, ich hab nicht mal alle Tassen im Schrank, hey! Hoho! Moment, kurz mal prüfen. Verbessern wir mal diese Bomben. Zack, jawoll! Hops! Hops und rein da! Moment. Wie heißt das nochmal? Zahn um Zahn mit Okto. Was? Mit Okto was? Na, scheiß drauf. Auf in die Schlacht! What? Also, da sehe ich schon mal die Zähne von dem Biest. Alter, was ist das denn für ein hässlicher Wurm? Oh, wow, er hat Zähne. Wie süß ist das denn? Oh, raus da. Touch. Runde 1 geht schon mal an uns. Haha. So, einmal Farbe. Jetzt hat er ja stärkere Zähne bekommen. Süß. Aber nützt ihm nichts. Einmal hops. Ah, verdammt, falsche Bomben. Zu spät. Was? Wo will er hin? Ach. Ha. Da. Jetzt sind seine Zähne an anderen Positionen. Egal. Raus. Alle Zähne so gut es geht verschießen. Dann hopp. Nee, dann hopp. Da. K.O. Kann man das hier nochmal anknallen? Alums. Ach, das ist doch auch mal wieder zu einfach für mich. Oh, goldene Zähne. Na, die werden ja wohl schwer kaputt zu gehen. Lalalala. Oh nein. Hoppala. Das war ein bisschen dumm. Jo. Ah, verdammt. Okay, das war mein Fehler. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht alles von vorne anfangen. Ach, ich Vollidiot. Nö, müssen wir zum Glück nicht. Oh, verdammt, zu wenig Tinte. Scheiße. Ach, egal. Wir haben ja Zeit. Jetzt knallt er die Zähne wieder los. Wir machen nochmal ein paar kaputt.
Oh. Was war das denn? Ach du Kacke, jetzt muss ich aufpassen. Sonst heißt es gleich Game Over. Game Over. Der ist immer noch gut. Oh, er hat alle Zähne wieder bekommen. Oh Mann, das war knapp. So, rein damit. Und Ende aus ist das Spiel, mein Freund. Tja, das war's schon. Platz. So. Zahn um Zahn mit Octodentor. So heißt er also. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die würden wir bestimmt brauchen, um... Holla, Nummer 3. Das geht dir aber leicht von der Hand. Besser als erwartet. Nur weiter so. Solange bis du den Riesen-Elektrowälz hast. Du wirst doch nicht etwa Captain Kuttefisch vergessen. Oh nee, der geht mir echt auf die Eier. Huch, wer spricht? Euer Revier. Ach was, der Bösewicht. Hey du, rück den Riesen-Elektrowälz raus. Und den Captain auch, bloß nicht vergessen. Euer Revier gehört mir. Jetzt mach mal halblang, quatsch uns hier nicht den Funk zu. Hey Nummer 3, tu was gegen diesen Klabautermann. Und zwar schnell. Ja, keine Sorge Leute, ich unternimm ja schon was. Zahn um Zahn mit Octodentor. Anti-Octo-Prototypen. Ah, ich krieg mal wieder neue Waffen. Wie geil ist das denn bitte? So. Einmal hier. Kurzschluss. Und wir können auch hier durch. Huch. Das Zonentor ist auf. Weiter geht's. Ja, aber... Wie muss ich denn hier bitte rauf? Puh. Was ist das denn für ein Quatsch? Wow, wow, wow. Ja, genau deswegen. Gut, zweiter Versuch. Wo war das? Da war das. Hoppa. Und hoppa. Und oh nein, ausgerutscht. Nein, Spaß. Yo. Sieht vielversprechend aus. Und da ist... Huch, da ist ein Sprungfeld. Das uns wohl zu diesem UFO da oben führen wird. Da wird dann wohl der Endboss auf uns warten. Hoho. Wir haben es schon fast geschafft. Das kennt man noch schon. Komm, das dauert mir zu lange. So, ich glaube, wir müssen Level 22 aufsuchen. Ja. Oh, Level 22. Was für ein Zufall. Sonderschicht in der Schalterzentrale. Auf geht's. Wir haben ja noch Zeit für dieses eine Level. So, los geht's. Sieh mal, der Schalter. Wie soll ich den drücken oder so? Oh, nett. Hallo und tschüss. Ob das schon reicht, um da hochzukommen? Nee. Ah, verdammt. Ich hätte mal alles einfärben sollen. Aber ich war mal wieder zu schnell. So, einmal hier. Hopsa. Den Schatten einfärben. Hä? Oh. Unsichtbare Farbe oder was? Nee. Mit Blindfisch. Oh, hi. Tschüss. Sollte mich das jetzt etwa schrecken oder was? Links die Tenzuka, rechts der Kugelschild. Entscheide dich. Ich nehme den Schild. Ach, Quatsch mit Soße. Ich nehme gar nichts. Dann wollen wir mal Party machen hier. Tot, tot, tot. Fertig. Nächste Runde. Tot.
Tot. Tot. Tot. Fertig. Hehe, da ist das Sprungfeld. Ernsthaft, das war's? Ha, da lache ich doch drüber. Kommt schon, Gegner. Ihr müsst mir mal was Besseres bieten. So, auf geht's. Alles aber im Auge behalten wegen dem Secret. Aha. Okay. Zack. Wow. Nix da. Okay. Okay. Man muss alles aus jeder Perspektive mal betrachten, um auch das Dokument zu finden. Nicht, dass wir noch einen Fehler begehen. Aha, schaut mal das da an. Vielleicht schon das Dokument? Ich glaube, das war schon das Dokument, Leute. Ah, kacke, ich komme da nicht richtig hoch. So. Jo, schon das Dokument. Bin ich gut oder bin ich gut? Und tschüss. Ja. Ja, moin. So, jetzt war es das aber für dich. Ja, auch eine Ladung für dich, Freundchen. Dich habe ich erst gar nicht vergessen. So. Wow. Alter. Die Oktoschützen sind mal wieder am Start. Nicht mit mir, Freundchen. Hallo. Na, das hat mal was gebracht. Ah, komm schon. So. Hey, da ist das Sprungfeld. Yo. Und weiter geht's. Huch. Wo geht's hier weiter? Was sollen wir jetzt machen? Entspannt euch, Leute. Schön flauschig bleiben. Hier, guck mal. War das jetzt so schwer? Nein. Kommt, bewegt euch! Öde. Zack und zack. So, gucken wir uns erstmal wieder um. Hab ich was gesehen? Nein. Ah, da ist aber was. Tada! Wow. Muss man ein bisschen aufpassen, wohin die Gegner überhaupt schießen. Nicht, dass sie mich tatsächlich noch irgendwann übelst erwischen, so wie hier der Octodento oder wie auch immer der Gegner auch mal heißt. Da ist schon einer runtergeflogen. Er hatte schon Schiss von mir gehabt. Oh, der letzte Checkpoint schon. Huch. Auf in die Schlacht! Wow, wow, wow. Wow. Hoho. Aua. Und jetzt, wer hat den Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Komm her. Das war, glaube ich, nicht intelligent. Aber das war intelligent. Ende. So, das hätten wir auch schon geschafft, Leute. Und das war's dann auch schon für diesen Part. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ach, Moment, ich muss euch ja noch das Dokument vorlesen. Aus den Tiefen der Meere strebten wir an das Licht der Oberfläche. Auf der Suche nach noch hellerem Licht senden wir diese Nachricht ins All. Vielleicht treffen wir eines Tages auf Lebewesen, die uns ähneln. Ach, von den Oktolingen oder was? Nee, das sind ja eigentlich hier alles Dokumente von den... doch, von den Oktolingen. Wir sind ja die Inklinge. Ja.
Aber hey Leute, schaut euch das mal an, wir haben nicht mehr viele Level vor uns. Noch 23, 24, 25, 26 und 27 und der Bosskampf. Huch. Ach so. Okay. Na gut, wie dem auch sei, an dieser Stelle machen wir mal eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal.